um einfach, sage ich mal, diese Schwankungen, die vielleicht auftreten, nochmal optimal zu nutzen. In München daheim überregional investiert. Mit diesem Slogan hat die Stadtsparkasse München ein exklusives Paket für ihre Kunden geschnürt. Der SSKM Invest ist zugleich auch der erste eigene Fonds der Städtischen Bank. Und die Stadtsparkasse München investiert in diesen auch selbst. Über einen Spezialfonds, in dem sie eigene Gelder anlegt und der wiederum Fondsanteile bei SSKM Invest erwirbt. Die vorherrschende Niedrigzinsphase macht es momentan nicht möglich, rein aus Sparguthaben die Inflation aufzuholen. Da verlieren deutsche Sparer mittlerweile geschätzte 40 Milliarden jedes Jahr an Verzinsung. Und da ist aus den Beratungsgesprächen bei uns rausgekommen, die Anleger wollen eigentlich irgendwas haben, wo Ertrag abwirft, aber nicht unbedingt großen Schwankungen unterworfen ist. Und da haben wir eben die Idee gehabt, diesen SSKM Invest auflegen zu lassen. Das Anlagekonzept kommt sehr gut an. Seit der Einführung im vergangenen November wurde es bereits von mehr als 2300 Münchnerinnen und Münchnern gezeichnet. Dabei haben die Kunden bereits in Anteile in Höhe von 52 Millionen Euro investiert. Der SSKM Invest richtet sich hauptsächlich an Sparer, die große Risiken mit ihrer Geldanlage vermeiden wollen und dennoch Erträge erwirtschaften wollen ohne große Wertschwankungen, trotz Niedrigzinsphase. Das Fondsmanagement kombiniert in dem Fonds die Stabilität der Rentenmärkte mit einer Kombination aus ertragsstarken Anlageklassen wie Aktien oder Rohstoffen. Und diese Kombination mehr oder weniger hinterlegt mit einem sehr effizienten Risikomanagement, das eben bei der LBBW Asset Management hinterlegt ist. Der Manager des Fonds beobachtet die Märkte sehr, sehr genau. Und täglich, und wenn sich da irgendwo Risikopotenzial ergibt, werden da entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen. Und damit kann der Fonds so gemanagt werden, dass er wenig Risiko hat, aber trotzdem noch Ertragschancen. Alle Kunden in ertragsschwachen Anlageklassen sind von der Stadtsparkasse München herzlich eingeladen zur umfassenden Beratung, um mögliche Anlagealternativen aufzuzeigen. Wichtig ist erstmal die Anlageberatung oder die Bedarfsanalyse. Und wenn dann rauskommen Investmentfonds, das können zum Beispiel ganz normale Anleger sein, das können aber auch Firmenkunden sein oder institutionelle, die können in diesem Fonds investieren. Möglich ist da auch ein Sparplan, wo man praktisch monatlich eine Sparrate 50 Euro oder 100 Euro sagen wir, investieren kann. Damit ist er auch für Kleinanleger interessant. Auch für erfahrene oder offensive Anleger kann der SSKM Invest eine passende Beimischung sein, um das eigene Wertpapierdepot breit aufzustellen. Das heißt,